Gut, zweiter Teil. Diese Hilfslinien, jetzt hatte ich gerade eben ein Walmdach eingezeichnet, und zwar hier der Schule gegenüber ist ein Haus, das hat ungefähr diese Dachform, und das Dach macht hier an der Stelle praktisch einen Knick. Und auch mit diesem Knick kann ich sagen, okay, jetzt wieder Hilfslinien einmalen. Ich habe hier von hier aus die Höhe, habe ich hier ein rechtwinkliges Dreieck. Und das Schicke ist, statt jetzt hier dieses Dreieck zu verlängern, das würde ja total verschmiert werden, sage ich, na und, dann gehe ich mit der Höhe hier rüber und habe hier wieder ein rechtwinkliges Dreieck. Also immer mit Hilfslinien. Aber das ist noch nicht mal das Spannende. Auf was viel Spannenderes kommt man, wenn man sich, und jetzt nehmen wir mal eine andere Unterüberschrift, Raumdiagonalen vorstellt. Raumdiagonalen. Wir sind jetzt heute nur beim Prinzip, also wir wollen jetzt nicht allzu viel machen. Und jetzt wird es ein bisschen, sagen wir, interessanter, weil letztendlich hat man es ja viel mit Körpern zu tun. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe hier einen Quader. Und dieser Quader, der liegt hier so in der Landschaft rum. Und ich möchte jetzt, Moment, das mache ich mal so. Und ich möchte eine Raumdiagonale finden, und zwar die fängt hier hinten in der Ecke an und geht hier quer durch den Raum durch. Ich mache die mal dicker werdend, extra mal, damit man das ein bisschen besser sieht. Die geht also von der hinteren Ecke bis hier hoch. Jetzt wird es ein bisschen kniffliger, jetzt kann man aber Folgendes machen. Nehmen wir mal an, diese Seite hier unten, das seien 10 cm. Diese sei 5 cm und diese sei 4 cm. Also die Höhe hier, die Körperhöhe ist 4 cm. Dann kann ich zuerst Folgendes machen. Dann kommt jetzt wieder so Trick 18. Und zwar hier unten in der Fläche, die Fläche, die aus diesen beiden Größen gebildet wird. Hier unten in der Fläche, na, jetzt muss ich ein bisschen rutschen, bilde ich die erste Raumdiagonale, bilde ich eine Flächendiagonale von da bis hier. Und damit ich das dann besser rechnen kann, denn hier bildet sich ein rechter Winkel, das sieht man jetzt aber aufgrund der körperlichen Darstellung nicht so schön, sage ich, okay, und dieses Dreieck, was sich jetzt hier unten, was sich hier unten gebildet hat, das male ich mal extra und sage, dann hätte ich die Flächendiagonale wie folgt, die würde dann so aussehen. Jetzt schreibe ich mal noch die Maße ran, hier habe ich 10 Meter, hier habe ich 5 Meter und ich muss diese Flächendiagonale berechnen. Also nenne ich die in diesem Fall einfach mal F. Ich sage einfach F dazu. Ja, das lässt sich wieder leicht machen. Das kann ich mit den entsprechenden Formeln machen. Aber jetzt kommt der Trick. Das mache ich mal in lila. Jetzt bildet sich aber über dieser Flächendiagonale und der Höhe ein weiteres rechtwinkliches Dreieck. Nämlich mit der Raumdiagonale und der Flächendiagonale zusammen. Und das sähe dann so aus, Gesundheit, so, das war die Höhe und jetzt kommt hier diese Raumdiagonale und die kann ich dann extra berechnen. Und hier habe ich meinen rechten Winkel, na, und jetzt schreibe ich mal ran, was wir da rausgekriegt haben. Und was ist denn jetzt diese unten liegende Seite? Richtig, das ist eigentlich, könnte ich die auch grün malen, das ist nämlich mein F und das F kann ich berechnen. Und die senkrechte Linie hier, das sind meine 4 Meter, die kann ich mal ranschreiben. Ich habe jetzt also unbekannte Größen, hier habe ich unten ein F, hier habe ich einen 4 Meter. Und ich möchte aber immer noch die Raumdiagonale, nennen wir die einfach mal D, freundlicherweise. D möchte ich rechnen. Und jetzt stellt mal eine Formel auf und dann sehen wir uns hier wieder. Stellt mal eine Formel auf, womit ich erst F und dann letzten Endes D berechnen kann. Jetzt wird geknippelt. So, jetzt haben wir für das erste Dreieck haben wir die Formel aufgestellt, und zwar F Quadrat ist gleich 5 Metern in Klammern zum Quadrat plus 10 Meter in Klammern zum Quadrat. So, das lassen wir so. Das lassen wir erstmal so stehen, weil jetzt kommt nämlich gleich noch was Schönes. Jetzt stellen wir mal die Formel für D Quadrat auf. Danke, genauso. Also sagen wir dann, ist D Quadrat gleich 4 Meter in Klammern zum Quadrat plus F Quadrat
Und jetzt müsste was klar werden. Jetzt guck mal, wenn ich so verrückt bin und erst hier die Wurzel ziehe, um das dann hinterher wieder zu quadrieren, dann wäre ich ja bekloppt. Denn jetzt kann ich sagen, f Quadrat hier, na, ich mach's mal lieber gelb, f Quadrat ist ja schon das. Und die Quadrate zusammenrechnen kann man ganz einfach. 25 und 100 sind 125 Quadratmeter. Ich kann also für f Quadrat hier unten sofort 125 Quadratmeter einsetzen und das ist sehr schön. D Quadrat ist also 16 Quadratmeter plus 125 Quadratmeter. Gucken wir nochmal. 5 mal 5 ist 25, 10 mal 10 ist 100, das macht insgesamt 125 Quadratmeter. Das heißt, wenn ich jetzt hier erst f ausrechnen würde, die Wurzel ziehen, dann hätte ich einen Haufen Rechenaufwand, den ich eigentlich in diesem Fall gar nicht brauche. Warum? Weil ich nämlich hier f Quadrat einsetzen muss und das Quadrat lässt sich relativ schnell so hinschreiben. Nebenbei macht der Taschenrechner Folgendes, wenn ich die Wurzel aus 125 ziehe und dieses Ergebnis auf drei Stellen runde und dann wieder mit sich selber multipliziere, komme ich nicht wieder auf 125 Quadratmeter. Also kann ich das Quadrat gleich so stehen lassen. So, jetzt müssen wir bloß noch sagen, dann ist d gleich die Wurzel aus und jetzt 16 und 125 zusammen müssten 141 Quadratmeter sein. Und schwupp, dann haben wir d nämlich gleich mit dem Taschenrechner ausgerechnet. Ist wie viel? So, jetzt hätten wir 11,874 Meter. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal auf Logik überprüfen. Gucken wir uns das nochmal an. Kleinen Moment. F muss länger sein als 5 Meter und als 10 Meter. D muss noch ein Stückchen länger sein. Wenn ich die Wurzel aus 125 ziehe, kann ich das nochmal überprüfen. Das geht ja mit dem Taschenrechner schnell. Das muss also die allerlängste von allen Seiten sein. Hier gibt es noch eine Frage. Na klar, ich habe dann aus, machen wir einen Meter draus, ich habe hier das Zentimeter so geschmiert, dass ich hier schon mit Metern weitergearbeitet habe. Kommen wir mit den Metern schneller. Zenti weglassen. Oder wer will, macht alles in Quadratzentimetern. Pardon, na klar, richtig. Gut, wir werden also in der nächsten Zeit uns auch damit beschäftigen. Und nochmal, der Trick besteht darin, auch hier habe ich den Trick angewandt, wenn ich die rote Linie haben will, muss ich erstmal irgendwelche Hilfslinien einmalen und dann über einen kleinen Umweg rechnen. Genauso wie hier, irgendwelche Hilfslinien zeigen mir immer irgendwelche rechtwinkligen Dreiecke. Es ist selten so einfach wie hier, nicht ganz so oft hier, aber das hier ist die Praxis, mit Hilfslinien sich rechtwinklige Dreiecke zu schaffen. Und das werden wir üben bis zum geht nicht mehr. Ach so, was ich hier eingemalt habe, das wird später mal in der 12. kommen. Auch da kann man mit einem dreidimensionalen Koordinatensystem, auch mit Hilfslinien wieder und mit gedachten Hilfslinien, den dreidimensionalen Pythagoras anwenden. Dann später in der Vektorrechnung. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir mit diesem ganzen Kram umgehen lernen und ich mache das Video an der Stelle dicht.